Tutorial. Wie recherchiere ich nach Fachartikeln? Wenn Sie mit einer komplexen Aufgabenstellung konfrontiert werden, kann es sein, dass Ihnen die Ergebnisse im TEB-Katalog zu umfangreich oder unspezifisch erscheinen. Dies ist oft der Fall, wenn Sie Literatur für ein Referat, eine Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit benötigen. In solchen Fällen empfiehlt sich die Literaturrecherche in einer Fachdatenbank, die Ihnen als Ergebnis sehr differenzierte Aufsätze aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Konferenzpublikationen liefert. Die TIB bietet Ihnen im Bereich Recherchieren und Entdecken, Fachdatenbanken, eine große Auswahl an wertvollen Suchinstrumenten. Über die Fachübersicht können Sie die für Ihr Thema relevanten Angebote sichten. Lassen Sie sich im Einzelfall von uns beraten, welches Produkt für Ihre individuelle Problemstellung am besten geeignet ist. Am Beispiel Compendex möchten wir Ihnen kurz die Funktionsweise von Fachdatenbanken vermitteln. In der Datenbankbeschreibung bekommen Sie Informationen über Umfang, inhaltliche Ausrichtung und Zugangsbedingungen der Datenbank. Über den Button Recherche starten rufen Sie Compendex auf. Dieses Verzeichnis weist internationale Literatur zu allen Bereichen der Ingenieurwissenschaften nach und verlangt daher die Eingabe englischsprachiger Suchbegriffe. Suchen Sie etwa Prüfen des Ermüdungsverhaltens von Beton in Brückenstrukturen? Würden Sie in Compendex mit den Begriffen Testing, Fatigue, Concrete, Bridge arbeiten? Sie erhalten 1234 Treffer, die Sie durch unterschiedliche Filteroptionen weiter einschränken können. Zum Beispiel über kontrolliertes Vokabular, Controlled Vocabulary, wo Ihnen im speziellen Fall der Begriff Fatigue Testing vorgeschlagen wird. Der Button Limit To schränkt die bisherigen Ergebnisse auf die Treffer ein, die mit dem kontrollierten Vokabular übereinstimmen. Es bleibt eine Ergebnismenge von 390 Treffern. Die Facette Document Type zeigt, dass Sie vorwiegend Aufsätze aus Zeitschriften und Tagungsbänden recherchiert haben, und zwar ausschließlich in Fachveröffentlichungen der Ingenieurwissenschaften. Zu jedem Eintrag bekommen Sie in der Detailanzeige ausführliche Informationen, wie Quellenangaben, eine Inhaltsbeschreibung und normierte Schlagwörter. Um den Originalaufsatz zu erhalten, sind je nach Datenbank unterschiedliche Wege vorgegeben. Bei unserem Treffer kann man über den Button Fulltext sofort den digitalen Volltext aufrufen. Dies funktioniert in vielen Fällen, sofern Sie sich mit Ihrem Endgerät im Campusnetz der LUH befinden. In anderen Fällen werden Sie über den Button TIB Find It auf den gedruckten Band im TIB-Bestand geleitet, um ihn zu bestellen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, lassen Sie sich von unseren Experten beraten, welche Datenbanken für Ihr Interesse geeignet sind und wie man sie optimal nutzt.